Heyo, Leute, und es hat gespeichert. Ich mach weiter. Pass auf, und zwar, wir stellen jetzt wieder die Zeit so 15 Minuten. Ich werde sowieso überziehen, das heißt, wir haben ein bisschen längere Folgen und trotzdem kurze Folgen. Also, ihr wisst schon, mal gucken, vielleicht liegt es auch an Puffer oder. Ich habe ja so eine Beta drauf vom neuen Betriebssystem. Das kann natürlich auch daran liegen, dass da im Hintergrund noch ein bisschen was rumschmiert. Sollte zwar nicht passieren, aber es ist halt so, wenn man eine Beta mal auf dem Betriebssystem installiert, da kann auch mal was schief gehen. Und da ich mich da nicht so habe, habe ich gedacht, mach einfach weiter. So, wir haben hier natürlich Tacktape und so und Scheiß. Dann kann man hier mal ein bisschen klein machen. Wir haben eine Pille gefunden, wie wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Wir sind mal knapp dem Tod entkommen. Also wirklich knapp. Und ich versuche immer noch nach einer Stadt. Also die Mission Stadt ist irgendwie noch nicht so sonderlich gut vertreten. Wir haben Leather, das können wir mal lernen. Das haben wir bestimmt schon in der letzten Folge irgendwann gefunden. Ich weiß gar nicht mehr wann. Oh. Ja, der letzte Fall. Genau. Ach komm, ist jetzt gut. Ja. Hier. Halt die Fresse. Mein Gott. Nahkampf ist echt nicht mehr so schön wie früher. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir gehen weiter. Wir gucken, was hier drin ist. Ah, zwei waren da schon. Das ist aber nett, weil ich schon eine verloren habe. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben kein Wasser mehr. Wir haben kein Essen mehr. Wir müssten eigentlich mal jagen gehen. Irgendwie alles ein bisschen schwierig heute. Das ganze Schwierigkeitsgrad. Er ist extrem hoch, dadurch, dass die Map mich nicht dahin schickt, wo ich hin möchte. Und ich wette mit dir, wenn ich in die andere Richtung gelaufen wäre, hätte ich die bestimmt schon gefunden, die Stadt. Eine der vielen. Hätte ich bestimmt schon gefunden. Da sind sie. Ich werde jetzt mal hier Wasser trinken müssen. Da haben wir ja wieder was gefunden. Die Flashlight ist wie gut. 43, die ist 99. Weg. Essen. Trinken. Kann es ja so machen. Das wusste ich ja jetzt. Muss ich mir mal dran gewöhnen. So. Okay. Das ist ein Rucksack. Mal sehen, was drin ist. Ist nicht mehr wirklich cool. Ja, ist gut. Folgt mir doch. Jetzt kommen wir mal her. Wir hätten eigentlich ans Militärcamp auch gehen können. Zickzack. Musst du denn immer zickzack latschen? Man kann ja in Alpha 12.2 nicht mehr wirklich ins in den Kopf schießen bei den Gegnern. Was zur Folge hat, dass man dann natürlich auch ein bisschen verfehlt. So. Wo sind wir denn hier? Ach, jetzt sind wir da oben, weil wir jetzt hier lang gelaufen sind. Also mal in die Richtung. Wir müssen mal hier ein bisschen uns neue Kleidung basteln. Einfach mal. Mal gucken. Mal schauen. Lass uns mal einen Wegpunkt setzen. Wir gehen mal dahin. Und dann versuchen wir den mal zu halten. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie sie sich das immer anschauen lässt. Denn, ja, what the fuck hier.
Also in den Momenten hier überlege ich mir echt, warum ich die 12.2 überhaupt installiert habe. Weil hier geht nicht mehr in den Kopf. Man kriegt die Rehe nicht mehr richtig. Das ist doof, weil wenn man, egal ob man zielt, den Kopf, man schießt immer vorbei. Also die Heads. Ah, hier mal das Schwein. Das kann sich nicht wehren. Hey, bleib doch mal stehen. Hin. Ist das Schwein weg? Ich gehe kaputt. Oh ja, ist doch gut, Leute. Ein bisschen dreckig. Schwierig hier alles. Echt schwierig. Weil das Spiel ist momentan. Jetzt, ich möchte nicht flame, ein bisschen zurückgegangen. Also in der Alpha 12.1, muss ich sagen, hat mir das mit der Head-Zone von den Zombies, beziehungsweise auch von den Tieren, besser gefallen. Weil... mich verarschen? Was mit der Headzone ist echt doof. Geh mal dahin. Ich mach mal hier die. Man trifft die Tiere nicht mehr. Und das ist halt das Problem. Ist euch jetzt auch schon aufgefallen, dass man den Kopf nicht mehr trifft? Wie gesagt, seit Alpha 12 Punkt. Dings da, ist das so? Ich mache jetzt erstmal mir ein Lagerfeuer. So. Vielleicht ist hier irgendwo ja mal ein Haus. Ich meine, wieso ist das alles hier leer? Die Nuss. Wir halten uns nicht auf, kommt. Wir gehen jetzt in die... auf die Straße zurück, da ist ein Haus. Oh, ein Schmiedehaus. Okay, wir machen das hier leer und werden dann mal hier drinnen uns rücksuchen. Och Mann. Wackeldackel. Baum hängen liegen. Ne. Verballer nur noch Pfeile. Das geht gar nicht. Oh, die hatte ich schon. Oh, jetzt aber mal gut hier. Fall doch einfach um, dann haben wir es hinter uns. Hey. Hey, bleib doch mal in deiner Spur.
geht's aber mal gut hier. Mein Bogen ist kaputt und ich krieg von hinten einen gewischt. So, wir tun das mal kurz hier rein, damit ich Platz habe. Ich werde den Fehler nicht begehen und hier drinnen bleiben. So, gib mir mal hier meinen Bogen, bitte. Danke. Bisschen hochgegangen, ne? Na. Geht doch. Ja, ich weiß, ich rieche. Leg das mal hier rein. Dann habe ich weniger Probleme. Ein Pfeil noch. Na klar. Ach ja. Ich, ja. So, wir brauchen Lehm. Hier ist schon Lehm, seht ihr. Das Glück ist uns Mittelholz. Ein bisschen. So. Jetzt erstmal ein Lagerfeuer rein. Und Wasser. Oh, es ist. Komm, leg rein. Ivan. Kohle rausholen. Okay, hier machen wir mal den Alkohol rein, das hier rein und das hier und ist egal, ob das da drin reingehört oder nicht. Das lassen wir mal draußen. Das können wir mal zerstören. Haben wir ja schon. Und die Zeit ist vorbei. Wie wir mich ja kennen, ich werde immer überziehen, warum auch immer. Ist also. Kann ich auch noch. Das war echt knapp.
heute. Dafür habe ich schon zwei Pillen gefunden. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Scrabble hier reinlegen. Um einfach mal irgendwie was bauen zu können. So. Es brennt ähnlich. Okay, wir sind echt weit gelaufen, um hier wieder herzukommen. Das dauert ja ewig, ey. Ich mir mal überlege, wo wir überall jetzt waren. Das kann man weg. So. Und im Baumfällen kann man mit der Axt mal. Dafür haben wir sie ja gefunden. Habe ich auch noch ein bisschen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Woodframes, um hier oben und unten die Türen abzusichern. Denn mal ein Brot machen. 6 Stück werden auf jeden Fall gut was bringen. Und die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Okay. Ja, wie wir in der letzten Folge weiterkommen und ob es weitergeht, das seht ihr natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Ne? Und bis dahin würde ich sagen, bis zum späteren Zeitpunkt. Oh, ein schönes, kuscheliges Bett. Oh, ist das knapp gewesen heute. Oh, ich bin immer noch mit dem Schock nicht weg. Ihr habt 2 Tage Unterschied, aber ich bin heute fast draufgegangen. Oh. Ja. Gut, ich danke euch und bis zum späteren Zeitpunkt, Leute. Tschüss.